Am rechten Rand der Software finden Sie unsere Kataloge, darunter auch die Kataloge mit 3D-Objekten. Die Kataloge bestehen im Grunde aus einer Verzeichnisstruktur, durch die Sie mit Doppelklicks navigieren können. Ähnlich wie im Windows Explorer. Sozusagen auf der jeweils untersten Ebene finden Sie dann die 3D-Objekte. Sie erkennen das unter anderem daran, dass die Vorschaubilder keine Verzeichnis-Icons beinhalten. Wenn Sie das 3D-Objekt Ihrer Wahl gefunden haben, fügen Sie es einfach per Drag and Drop in Ihr Projekt ein. Beim Einfügen sehen Sie zunächst noch eine Vorschau des 3D-Objektes an der Maus und können das Objekt beliebig verschieben. Erst mit einem linken Mausklick fügen Sie das Objekt ein. Das Werkzeug beenden Sie entweder mit der Escape-Taste oder über das Kontextmenü. Zum exakten Positionieren selektieren Sie das 3D-Objekt und verschieben es mit einem Referenzpunkt. Das Drehen von 3D-Objekten erfolgt fast immer um die Z-Achse, also die vertikale Achse im Koordinatensystem. Auch das kann über einen Referenzpunkt geschehen. Das Drehverhalten in 3D-Ansichten ist etwas anders. Da kein Referenzpunkt ermittelt werden kann, drehen Sie um den Mittelpunkt des Objektes mit den numerischen Werten. Auch das Verschieben in 3D ist etwas anders und ermittelt automatisch die Höhe der 3D-Fläche, auf die die Maus zeigt. So können Sie beispielsweise ein Glas auf einem Tisch verschieben, ohne dass es auf den Fußboden versetzt wird.